Hallo und willkommen zu Folge 3 von 1954 Alcatraz. Ja, in der letzten Folge hatten wir hier, Joe besucht mit Christine, genau. Und jetzt gehen wir mal ein bisschen in der Welt rum und schauen uns an, was es hier so gibt. Okay, wir sind jetzt... Ich wollte gerade sagen, wenigstens die Miete ist günstig, aber offenbar steigt sie wieder. Alles klar, das ist aber schade. Nein, ich habe schon genug Krempel. Ich könnte Viv deswegen nerven. Aber ich bin ja schon so gut wie weg. Ach so, so gut wie weg. Schön. Schüssel und Waschbecken sind völlig im Eimer. Ohne Joe geht das ganze Haus vor die Hunde. Die Toilette ist dauernd kaputt. Ich benutze lieber die im Nachtclub. Gut, Nachtclub, interessant. Ja. Oh, Mist. Das Schloss wurde schon wieder aufgebrochen. Ich habe meinen Mann im Gefängnis besucht. Kennen Diebe denn gar keinen Anstand? Tja, anscheinend nicht. Wenn ich sie berühre, geht sie nur wieder aus. Meine Vermieterin sollte sich mal drum kümmern. Na gut, dann gehen wir mal in. Entweder war jemand drin, oder er ist es noch immer. Na komm, wir gehen trotzdem rein. Verdammt! Jemand hat unsere Wohnung auseinandergenommen. Es sieht hier nicht immer so aus. Natürlich. Um Himmels Willen. Unser Piano! Die alte Uhr haben sie auch zertrümmert? Diese Verrückten! Immerhin kenne ich jetzt die Tatzeit. 2 Uhr. Mickey wusste, dass ich da Joe besuchen würde. Alles klar. Gut. Ach, den Kronleuchter haben sie verschont. Gut. Sie haben sogar unseren Plattenspieler auseinandergenommen? Aber warum? Tja, keine Ahnung. Armer alter Globus. Der war bei unserem ersten Flirt dabei, als wir uns überlegt haben, wohin wir am liebsten fliehen würden. Schön. Sie haben meine Gemälde runtergerissen? Ich glaube nicht, dass ich sie jemals wieder reparieren kann. Ich hoffe, die Druckerpresse funktioniert noch. Ich bin für den Druck unseres neuen Magazins verantwortlich. Darüber sprach noch. Ich hoffe, ich bekomme das schnell wieder aufgeräumt. Meine Blumenvase? Wir haben sie zur Hochzeit bekommen. Okay. Ich hoffe, ich bekomme das schnell wieder aufgeräumt. Gut, okay, dann scheint sie das jetzt aufzuräumen. Puh, okay. Schon viel besser. Ich hoffe, Joe geht es gut. Er hat mir echt die ganze Zeit nichts von dem Geld erzählt. Jetzt könnte er draufgehen, um mich vor Mickey zu beschützen. Ich muss Joe beim Ausbruch helfen. Und ich muss die Beute finden. Joe sagte irgendwas über einen Plan und unseren Globus. Und über Mexiko und Hawaii. Oh, unsere yeah. Beiden Fluchtziele. Oh. Wie praktisch. Wow. Ein gefaltetes Blatt Papier. Glücklicherweise haben Mickey und seine Schläger die Notiz nicht gefunden. Dann schauen wir mal, was er uns da so notiert hat. Joes Plan für einen Safe, würde ich sagen. Steht aber nicht drauf, wo der Safe eigentlich ist. Hier steht, die Schlüssel sind bei Bernadette, Viv und Sutter. Ich wünschte, er würde Bernadette aus solchen Sachen raushalten. Vivian ist wahrscheinlich gerade zu Hause und fragt sich, wann ich mit der Miete rankomme. Sutter hängt normalerweise im Café rum. Genau wie Bernadette. Na dann, wissen wir Bescheid. Einige Gemälde von mir und Bernadette. Seit Joe weg ist, habe ich keine Zeit mehr zu malen. Okay. Alte Ausgaben lokaler Lyrikmagazine. Sie halten sich nie lange.
Ich würde liebend gerne versacken und nur noch lesen. Aber ich muss die Beute finden, bevor Mickey es tut. Ich und Joe. Das ist aber leicht beschädigt, das Foto, würde ich sagen. Hä? Ich habe mir seit Jahren keine neuen Kleider mehr gekauft. Ich bin überrascht, wie viele von meinen Sachen schwarz sind. Ich kann in meinen alten Klamotten keine neuen Hinweise finden. Schade. Nur diese alte Streichholzschachtel. Also doch. Ich habe die Nachricht bereits gefunden. All die Orte, die wir besuchen wollten. Meine Schublade mit den Socken. Oh, eine weitere Haarklammer. Okay. Die war mal für Reizwäsche, als ich dafür noch eine Verwendung hatte. Vielleicht hätte ich das eine oder andere Teil für Joes Rückkehr aufheben sollen. Tja, vielleicht. Wild zusammengewürfelte Unterwäsche. Voller Löcher. Kann etwas wirklich voll mit Löchern sein? Ich liebe den Witz von solchen Adventures. Nichts drunter versteckt. Keine Zeit, mich gehen zu lassen. Ich habe Dinge zu erledigen. Natürlich hast du das. Überfällige Rechnungen. Einige Briefe von... Hä? Moment mal. Ein Brief von Joe. Liebste Christine. Ich überspringe mal den persönlichen Part. Erinnerst du dich an unseren Plan, nach Mexiko oder Hawaii abzuhauen? Mexiko und Hawaii sind unterstrichen. Also, das ist aber nur wirklich sehr viele Hinweise. Hab ich schon. Finde ich ein bisschen übertrieben. Es funktioniert noch. Nach 10 Verhandlungen hat mir die Telefongesellschaft noch einen weiteren Monat gegeben. Ich muss meinen Kopf schon alleine aus der Schlinge ziehen. Also kein Telefonjoker. So gut wie neu. So gut wie neu. Okay. So gut wie neu. Ich habe ihn so gut ich konnte repariert. Na dann, mach an. Ich habe keine Zeit, Platten aufzulegen. Wir haben für unsere Sammlung Jahre gebraucht. Meine Lieblings-Jazz-Platte. Ich liebe den Pianisten. Okay. Das wäre reinste Jazz-Verschwendung. Ich habe ihn so gut ich konnte repariert. Verrücktes Arrangement. Ein Durchbruch für den Westküsten-Jazz. Wir hatten Glück, dass das jemand niedergeschrieben hat. Okay. Brauchen wir das vielleicht später noch? Verrücktes Arrangement. Ein Durchbruch für den Westküsten-Jazz. Wir hatten Glück, dass das jemand niedergeschrieben hat. Das will einfach nicht funktionieren. Okay, war ja nur so eine Idee. Meine Beatnik-Freunde. Vor dem Café. Wir alle mochten den Kater. Aber ich habe ihn bekommen. Es ist zu groß, um es mit mir herumzuschleppen. Wir veröffentlichen die erste Ausgabe meines Magazins. Der Flyer für meine Poetry Party. Aha. Joes alte Druckerpresse. Es gibt nichts, was er nicht reparieren kann. Weit und breit keine versteckten Geheimnisse. Ich hoffe, sie funktioniert noch. Ende des Monats müssen wir unser Magazin drucken. Ein weiterer Ausreißer. Ich weiß nie, wo er sich rumtreibt. Hast du irgendwelche Tipps für mich? Hast du irgendwelche Tipps für mich? Aber irgendwas, was er der Katze geben kann? Oder dem Kater? Vielmehr. Eine stinknormale Haarklammer. Eine stinknormale Haarklammer. Okay. Das ist also nicht... Eine Streichholzschachtel aus Mickys Club mit einer Widmung. Komm jederzeit vorbei, ich lade dich ein. Mickey, als wir noch alle Freunde waren. Gut. Thank you.
Ah, hey, ja. Hey, Muffin. Geh zurück zu deiner Frau, Dale. Lass mich rein, es ist kalt. Na gut. Aber nur ein Drink. Und eine Zigarette. Dale, du bist ganz hier raufgeklettert, nur für einen Flirt? Das ist ganz schön verrückt. Vielleicht sollte ich dich reinbitten. Ist doch etwas langweilig, so ganz allein. Lass es uns gleich hier draußen treiben. Zusammen heulen wir von den Dächern. Jetzt komm schon. Mein ganzes Leben ist so grau geworden. Ich denke immer nur an dich. Ich habe einen Kerl. Ich habe einen Ehemann. Du bist alt und vertrocknet, wenn er rauskommt. Spar dir das Gerede. Das höre ich ständig. Du wirst auch nicht jünger. Und du verschwendest deine Zeit. Lass uns zusammen abhauen. Lass uns zusammen ein Theaterstück schreiben. Ich bin vergeben und glücklich. Lass uns wenigstens ein bisschen Velo durchziehen. Dann kriege ich wieder den Kopf frei. Hast du noch was da? Sorry, aber find jemand anders, der dir gibt, was du gerade brauchst. Wie wär's zum Beispiel mit deiner Frau? Sie spricht nicht mehr mit mir. Ich hab's einer Nutte auf dem Dachboden besorgt. Und die Kinder haben sie gesehen. Mann, hat die mir eine Szene gemacht. Wenn du nicht noch eine schlimme Szene suchst, dann hau lieber ab. Aber wirklich, also bitte. Ich schlafe hier immer, wenn es drinnen zu warm ist. Heute aber nicht, es ist eiskalt. Ich lasse sie hier. Mein Zimmer ist schon voll genug. Okay. Wer ist der Kerl? Hey, Mister? Seine Schreibmaschine ist zu laut. Schön. Okay. Scheint, als wäre deren Feuerleiter weggebrochen. Hey, Nachbar! Auch nicht. Keine Antwort. Teeblätter. Das wird Joe auch nicht helfen. Da steckt eine Metallplatte in der Erde. Seltsam. Wer hat das denn versteckt? Was ist es? Joe hat Geld gefälscht. Aber warum musste er denn unbedingt einen Geldtransporter überfallen? Okay. Gekühltes Lucky Lager. Lucky Lager. Das beste Wegbier der Stadt. Ich hoffe, es platzt nicht in meiner Tasche. Na, davon gehen wir jetzt einfach mal aus. Lucky Lager. Hoffentlich hält es, was es verspricht. Ich kann alles Glück brauchen, was ich finden kann. Die andere Seite der Druckplatte fehlt. Wer die wohl hat? Gute Frage, okay. Egal. Gehen wir mal nach oben. Ich bräuchte schon einen echt guten Grund, um über die Planke da zu gehen. Okay. Dieses Dach macht's nicht mehr lange. Ich könnte meine Vermieterin drauf ansprechen. Aber eigentlich dürfte ich gar nicht hier oben sein. Es würde wahrscheinlich einstürzen und irgendeinen armen Penner platt machen. Tja, dann lassen wir das lieber. Es ist bestimmt ein tragendes Element. Schon möglich. Es sieht nicht besonders stabil aus. Ich will nicht, dass es einkracht. Na gut. Das wollen wir auch nicht. Dann gehen wir jetzt nach unten. Hallo? Achso. Eieiei. Nein. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Ach. Gucke an. Das ist der Ein weiterer Ausreißer. Ich weiß nie, wo er sich rumtreibt. Hast du irgendwelche Tipps für mich? Immer noch nicht. Um
unser cooler chinesischer Lampenschirm. Mal sehen. Ein Inhalator steckt noch drin. Okay. Das ist mein letzter Inhalator. Das will einfach nicht funktionieren. Keine Ahnung. Nutzen. Das braucht keinen extra Kick. Extra Kick. Ich hoffe mal nicht, oder? Das braucht keinen extra Kick. Na gut. Das ist nur meine Wäsche. Für Wäsche habe ich nie Zeit. Gut. Dann verlassen wir mal das Gebäude. Zack. Oh, okay. Ich muss rausfinden, wo Joe die Beute versteckt hat. Was haben wir denn hier? Alcatraz Pier? Mickey's? Christine's Apartment? Viv's Apartment? Café Napoli. Café Napoli. St. Peter and Paul. Kirche. Keine Ahnung. Schon zu. Ich hoffe, er glaubt nicht, dass man ihn nicht sehen kann. Warum sind Sie ständig hinter mir her? Ich pass auf dich auf. Nachts sind eine Menge Triebtäter auf den Straßen. Okay. Abgeschlossen. Natürlich. Habe ich meine Ausrüstung dabei? Ausrüstung? Aber wir wollen doch nicht einbrechen, oder? Nee, ich glaube, das wollen wir nicht. Nicht, nachdem der Polizist gerade da war. Gut. Verstecken wir uns irgendwo. Keine Ahnung. Tja. Viv's Apartment. Mochte Joe. Vielleicht weiß sie etwas über die Beute. Wieso vielleicht? Auf jeden Fall. Viv? Oh, keiner da. Ich hoffe, sie ist nicht tot. Sie wohnt da oben ganz allein. Na dann. Dann wechseln wir mal nach oben. Tja, ob Viv jetzt tot ist oder nicht, das würde ich sagen, erfahrt ihr und ich dann erst in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei und würde sagen,